Wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge They Are Billions. Die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und habt schön Silvester gefeiert. Heute wird nur eine Folge They Are Billions kommen, das sage ich schon mal im Voraus, auch wenn das hier jetzt gerade wenig mit zu tun hat, da mir einfach ein bisschen heute die Zeit fehlt, noch eine weitere Folge von Darkwood aufzunehmen, das aber nur am Rande. Ich habe hier unten eine Farm eingesetzt zu bauen. Die ist auch noch genau im Radius, das heißt, wir kriegen den Bonus dazu. Hier oben habe ich entwickelt oder die Entwicklung angeworfen, dass wir das nächste Gebäude bauen können. Ich weiß noch nicht, wir brauchen viel mehr Arbeiter, wirklich viel mehr Arbeiter und die Zeit spielt gegen uns. Also die Zeit ist nicht unser Freund. Ich würde hier unten nämlich gerne noch eigentlich ein Steinwerk hinbauen, weil davon brauchen wir eindeutig mehr. Wir brauchen eindeutig mehr Steine. Ich weiß nur nicht genau, wo wir danach gucken wollen. Wir könnten hier oben in dieser verfluchten Stadt, da gibt es natürlich super, super viele Ressourcen. Da möchte ich halt eigentlich gerne mal hin. Deswegen werden wir hier so ein minimal unser Personal abziehen an den Türmen. Da ist okay, hier darf nicht weniger. Hier könnte noch einer raus, damit wir hier so eine kleine Truppe zusammenkriegen, um weiter voranzukommen. Ah, natürlich laufen die durch die Spikes. Na gut, da kommen immer, die Wellen werden immer größer, auch die Wellen, die zwischendurch stören. Ah gut, okay, das haben wir doch noch einigermaßen in den Griff gekriegt. So, mit der Truppe können wir da oben doch gleich ein bisschen die verseuchte Stadt aufräumen, oder? Gefällt mir gar nicht. Okay, so Stück für Stück nach vorne. Ich werde mal eben hier kurz reparieren. Hier geht jetzt gerade richtig die Party wieder ab. Also Party 2018. So, da das zweite Tor rein. Das vergesse ich ja immer gerne. Hier fehlt auch noch ein Tor. Da sagt er wieder zu viele Mauern. Das verstehe ich nicht. Manchmal kann ich da die Mauer reinsetzen und manchmal sagt er, nö, geht nicht. Komisch. Aber gut, die Sachen halten. Die Forschung ist bald fertig. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das hatte ich bis jetzt einmal, dass ich da aus Versehen ein Haus angegriffen habe. Und die Gruppen, die da rauskommen, mit denen ist nicht zu spaßen. Sniper vielleicht nicht in die erste Reihe? Vielleicht machen wir das so rum. Wieso schießen denn manche von denen nicht? Boah. So, die Forschung müsste fertig sein. 20 Arbeiter brauche ich dafür, ne? Wo ist es denn? Hä? Hä? Ach, hier. Boah, 50 Energie, 2000 Gold und 20 Arbeiter. Jetzt natürlich an Energie. Das heißt also, sobald wir Arbeiter haben, brauchen wir erst wieder Energie. Boah, die kämpfen hier oben jetzt echt fleißig, das sag ich euch.
Das ist nämlich nicht wenig, was da aus den Häusern rauskommt. Das darf man nicht unterschätzen, aber ich will die Ressourcen haben. Wir sind Holz beim Maximum. Ich ziehe mal eben Bikes lang. Auf jeden Fall da, wo es geht. Kostet natürlich auch immer Gold, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ziemlich kostenintensiv. Da kommen wir gar nicht vorwärts, ne? Und das meinte ich damit am Anfang auch mit der kleinen Gruppe, die wir hatten. Da muss ich hier oben nicht rein, ne? Ist verlorenes Land. Guck dir das mal an, das hört gar nicht auf, ne? Die stehen auch sehr dicht, die Häuser. So, das Gebäude ist fertig. Das heißt, wir haben genug. Wenn ich die baue, ne? Die brauchen 5 Steine. Das heißt, wir kriegen noch langsamer Stein, aber super viel Energie, ne? Also hiervon bräuchte ich halt wirklich auch nur einen. Der auch nicht eingeschränkt wird. Es ist hier, das regt mich immer noch auf diese Stelle. Ich werde hier auf jeden Fall, wenn es geht, ein Haus noch hinsetzen. Weil das ist sehr doof. Ich glaube, ich könnte hier noch ein Powerplant hinsetzen. Dann müssen wir es eingehen. Wir müssen es eingehen, dass wir ein bisschen langsamer Stein kriegen. Aber ich brauche die Energie. Ich brauche einfach die Energie. Wollen wir mal die Einheiten hier oben im Blick behalten. Kann ich nicht noch ein Haus bauen, ne? Ein Haus kostet zu viel Energie. Ja gut, da bräuchte ich nur 3 Energie. Das heißt, so ein kleines könnte ich schon mal wieder bauen. Kann ich hier aber auch hinsetzen, ne? Aber hier geht es nicht wegen den Eingängen. Aber hier müsste ich... 2 kann ich hier... 1, 2? Müsste ich hier hinsetzen können. Brauche ich erstmal ein Holzhaus, das können wir nach aufwerten auf Stein. Guck, das hört gar nicht auf. Das hört nicht auf, dieser Strom. Das ist unglaublich. Wenn ich da zu weit reinlaufe, ich weiß auch nicht, sehen die so spät oder warum haben die eine Reaktion wie ein Amboss? Guck, seht ihr, was da ist alles? Da hinten ist auch so ein Spucker. Ja, da müssen wir jetzt leider erst ein bisschen aufräumen. Okay, nächstes Gebäude ist fertig. Die Pause-Taste ist und bleibt der beste Freund. Da wir jetzt die Energie haben, kann ich hier aufwerten. Da wir die Arbeiter haben, könnte ich hier unten, wie viel würden 3. Oh, 3. Das heißt, wir haben mehr Verlust, als wir dazu kriegen. Den würde ich dann wahrscheinlich am liebsten hier hinsetzen. Könnte ich natürlich auch gut noch eine Fischfarm hinsetzen. 3 Steine. Hier geht nicht, da baue ich das leider zu. Ja, nur mal Interesse halber wollte ich hier mal gucken. Hier, guck, hier ist auch noch eine Mauer. 4. Hier kriegen wir überall 4. Ja gut, 4 ist schon mal besser als 3, ne? Da sind wir uns einig. Hier kann ich eh keinen hinsetzen wegen dem Platz. Schade, 5, das wäre auch noch Knorke gewesen. Gut, wir geben uns mit dem 4er hier hinten zufrieden. Damit müssen wir jetzt erstmal auskommen. So, Stück für Stück. Ich glaube nicht, dass die Häuser sich wieder füllen. Von den Wesen. Das Haus wird aufgewertet. Wir gucken mal direkt. Nahrungstechnisch ist noch ein bisschen Luft bei uns. Ja, wir können hier noch ein Haus hinsetzen. Wir können hier noch ein Haus hinsetzen. Wir brauchen wirklich, wirklich, wirklich viele Arbeiter. Alleine für das neue Gebäude 20, ne?
Da muss ich auch die Ölplattform bald erforschen. Aber ich will unbedingt da oben die Häuser kaputt kriegen. Da sind so tolle Ressourcen drin, die wir dadurch bekommen. Vielleicht nicht den Sniper immer vorne stehen haben. Ich weiß nicht, warum die sich nach vorne drängeln. Auch vielleicht mit dem Schaft zu oder so. Ernsthaft? Vom Norden. Oh, jawohl. Das habe ich, das brauche ich jetzt. Genau das brauche ich jetzt. Oh, wir sind hier mitten in unserer Konstruktionsphase. Ich hoffe nicht, dass die hier reinrennen, sondern dass die wirklich straight hier hinkommen. Hier möchte ich einen da reinziehen. Läufst du da jetzt rein? Haben wir natürlich hier auch noch eine ordentliche Gruppe angelockt. Weg mit euch. Shit, 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 ich sag's euch. Die dahin. Hier haben wir zwei. Wir dürfen halt auch nichts unterbesetzt lassen, ne? Die kommen halt immer von allen möglichen Stellen. Hier können wir noch jeweils einen abziehen. Da haben wir auch immer noch den Shocking Tower da unten. Leute, ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Diese Stelle, da sehe ich ein bisschen gegen an. Da sehe ich wirklich ein bisschen gegen an. Gebe ich jetzt natürlich Sachen aus, die ich gar nicht ausgeben will. Aber ich muss es leider machen. So, was bauen wir hier? Ein Shocking Tower. Hat natürlich eine Reichweite, die ist hier für den Arsch, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Die ist hier wirklich Kindergarten. Wenn die hier vorne an der Ecke stehen, reißt ja kein Bären von der Kette, ne? Shit. Ob ich da vielleicht hätte... Hier wäre toll. Und dann nicht angreifen. Da könnte ich den eh nicht hinsetzen. Ich guck mal ganz kurz auf die Reichweite von dem anderen Turm. Von der Ballista. Die könnte ich noch hier hinsetzen und dann könnte die auch noch schießen. Natürlich eher schwerlich und unsere Einheiten haben da auch wenig Platz. Ich glaube, ich werde definitiv einen Shocking Tower bauen. Hier hinsetzen, so dicht es geht. Und wenn wir dann jetzt gleich das Holz kriegen, oh, mach mich nicht schwach. Da kommt die Horde. So, du. Und du gehst da noch rein. Du gehst da noch rein. So, jetzt vielleicht nochmal. Jetzt sollen die natürlich die stärksten Ziele angreifen. Boah. Shit, den kann ich hier nicht hinsetzen. Ah, und da kann ich natürlich auch keinen hinsetzen, dann kommen die da nicht mehr durch. Ich bin ja gerade mal gewillt, hier die zweite Reihe hier vorne wegzureißen, damit ich hier noch einen Turm hinsetzen kann. Da wäre natürlich ein Shocking Tower auch eine schöne Option gewesen. Hierhin. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, ich werde das so tun. Ich werde diese Reihe hier abreißen. Ihr dürft dahin. Sobald der Platz da ist, könnten wir hier nämlich noch eine Ballista hinsetzen. Okay, der passt da nicht mehr durch. Können die da nicht mehr durchlaufen? Oh, leck mich, fuck. Egal, nach der Welle reiße ich das Gebäude ab. Das ist mir egal.
Kannst du da jetzt durch? Ja. Jetzt kann er da durch. Boah, das ist alles, was wir haben, ne? Das nicht viel. Das nicht so viel, was wir hier für die Verteidigung haben. Das aber, boah, gefällt mir auch nicht. Also diese Eckdinger, das ist, könnte schöner. Nichtsdestotrotz gucken wir mal ganz kurz. Soldaten, 20 Arbeiter. Das heißt, Häuser. Wir brauchen definitiv noch Häuser. Da konnten wir noch eins hinsetzen. Achso, nicht genug Ressourcen für das Gebäude. Ich habe gerade schon gedacht, wieso kann ich euch nicht bauen? Du auch bitte den Stärksten zuerst. Ich sag's ungern, aber ich weiß nicht, ob wir das halten hier. Also die Horde letztes Mal war schon riesig. Das wird zu viel sein. Der Strom hört gar nicht mehr auf. Sag's ungern, aber ich glaube, so wie wir das gebaut haben, werden wir das nicht mehr überleben. Vielleicht stecke ich hier nochmal ein oder zwei in die zweite Verteidigungslinie rein. Wir müssen natürlich jetzt, wir laufen Gefahr, dass wir alles verlieren, was wir haben. Ja, die Soldaten sterben schon. Boah. Kommt jetzt noch Nachwelle oder? Wahrscheinlich Reste, die irgendwo festgehangen haben. Leute, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier überhaupt ansatzweise durchkommen. Ihr geht dahin. Ihr beide geht wieder hier nach unten. Einer links, einer rechts rein. Einer hier. Und einer da. Okay, also wir konnten ein bisschen... Puh. Also schön ist was anderes, aber wir haben es überlebt. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Ich will kurz gucken. Ich verklick mich hier die ganze Zeit. 40 Stein. Wie viel Gold kostete das Gebäude? 2000, ne? 2000 Gold, das heißt auf dem Marktplatz... Gut, ja, das hat jetzt auch nicht den Bären von der Kette gerissen, aber gut, so werden wir das jetzt machen. Wir werden mal ganz kurz hier, die Mauer nachbauen. Man die Kamera nicht drehen kann, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das passt. Ah, doch, das soll wohl passen. Direkt mal das zweite Tor davor. So sah es nämlich aus. Aber wir hatten, glaube ich, in der Ecke hatten wir auch noch eine... Ja. Genau, so hatten wir das. Ah, da sind zwei drin, zwei drin.
1-1, die kommen da gleich rein. Gehst mal da rein. Und du gehst da rein. Also Arbeiter haben wir genug. Geh mal hier hinten ein bisschen auf Erkundungstour. Ich wollte ja eigentlich oben das andere Gebäude holen. Immer noch 20 Steine, ne? Das heißt, wir können uns zweimal Steine holen. Einmal reicht. So, das ist ein bisschen doof, dass wir uns die Sachen kaufen. 40 Steine. 40 Steine. Mist. Ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Hier ist noch ein Camp. Da könnte natürlich auch Stein drin liegen. Oh, verfluchte Stadt. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen weniger Soldaten dabei. So, jetzt ist das Gebäude angeschossen. Seht ihr da, was da rauskommt? Das ist jetzt so ein Strom, der hört nicht mehr auf, ne? Das ist... unglaublich. Aber das sind Ressourcen, die darf ich nicht... Wir haben Holz am Maximum. Stein können wir uns nochmal eben kaufen, dann sind wir bei 40. Ich verkaufe jetzt einfach gerade mal ein bisschen Holz, einfach nur sicherheitshalber. So, jetzt können wir hier so ein komisches Center bauen. Ich weiß gar nicht, wo. Ich könnte das hier unten hinsetzen, da baue ich mir wahrscheinlich irgendwas zu. Ich kenne, hier ist ein bisschen weit ab. Da baue ich definitiv was zu. Hier fand ich gar nicht... Doch, hier finde ich schlecht, da können wir nicht durchlaufen. Ich glaube, hier wäre... platztechnisch wäre es hier noch okay. Ist natürlich, sobald die Mauer durchhaben, ist schlecht, ne? Ich würde die halt lieber in der zweiten Verteidigungsreihe reinsetzen. Aber so baue ich auch die Gänge zu. Das sind immer diese Eckstücke, ne? Ne, ich glaube, ich werde den hier oben hinsetzen. So kann ich dann natürlich keine Tesla hinsetzen. So würde es gehen. Dann müssten die halt ein kleines Stück durch die Spikes laufen. Komm. Scheißegal. Seht ihr, da haben wir jetzt Ressourcen. Da kommt wieder so eine Welle angesprintet. Können hier immer noch nicht durch, ne? Shit. Da habe ich doof gebaut. Wenn ich den abreiße, muss die Energie leider anders planen. Könnte ich den hier hinsetzen? Dann können da die Leute nämlich noch durch. Ja, so mache ich das auch. Jetzt können sie da durchlaufen. Viel zu reparieren. So, das eine Gebäude hier oben ist fertig. Das Stromgebäude. Das ist sehr gut.
Das ist jetzt auch fertig. Was können wir denn hier bauen? Den Lucifer. Da brauchen wir Öl für. Shit, die Forschung hätte ich schon machen können. Ah, fuck. Das war die doch jetzt, oder? Ja. Ah, bin ich dumm. Bin ich dumm. Das nehmen wir mal wieder auf. Wir haben nur noch einen Arbeiter. Habe ich wirklich so viel zu klein gebaut? Das ist schon krass, ne? Also damit hätte ich nicht gerechnet. Richtig schön Gold und Stein bekommen. Holz sind wir gerade sowieso am Maximum. Ich glaube, ich werde mal eben hier eine, wie viel bringt das? 12. Mal eben eine pausieren. Wir haben jetzt gerade ordentlich Stein gekriegt. So, für mich jetzt die Frage. Das Öl hier. So, entweder werte ich ein bisschen auf. Weil Häuser kann ich gerade eh nicht bauen, weil wir dafür keine Nahrung haben. Noch eine Farm ist natürlich schön, was die an Ressourcen bringt. 61. Hier unten wären es 58 nochmal und ich würde nichts im Weg stehen haben, ne? Also ich kann dann da auch, glaube ich, nichts reinbauen. Ich muss mal eben kurz gucken, bevor ich da Mist erzähle. Na, prinzipiell schon. Aber nur so eine Reihe. Das heißt, wenn ich hier nochmal irgendwie einen Shocking Tower oder so hinsetzen möchte, wovon ich wahrscheinlich nicht drum herum komme, brauche ich... oh Gott. Komm, jetzt habe ich auch alles wieder durch. So geht's, ne? Ja, so passt es. 58. Müssen wir in Kauf nehmen. Ist nicht das Schönste, aber ist auch gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt gerade wirklich viel Stein gekriegt. Das meine ich damit. Das ist immens viele Ressourcen, was das bringt, diese Dinger da einzukloppen. Stein und Gold. Eigentlich möchte ich aufwerten. Ich glaube, das werde ich auch erstmal tun. Ich werde hier oben zu Ende aufwerten. Nee, 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 nicht alle. So, das werden wir aufwerten. Dann diese erste Reihe zu Ende aufwerten. Dann werden wir nochmal wieder Spike setzen, weil wir auch schon wieder ordentlich Holz haben. Wenn ich irgendwann mal rauskriege, wo die sind. Kann sich bei mir immer nur um Jahre handeln, bis ich sowas erfahren habe. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Steine haben wir immer noch. Nahrung kriegen wir jetzt gleich wieder. Wir sind ein bisschen zu klein. Wir brauchen... Ja, das wäre hier hinten verteidigen, wäre halt unmöglich gewesen, ne? Aber ich hätte vielleicht bis hier noch expandieren können, müssen. Ich glaube, das wäre die einzige logische Möglichkeit. So, die Einheiten lassen wir da stehen. Was ist das denn? Der Lucifer ist das, so ein... Was ist das für einer? Das ist so eine Heldeneinheit, oder? Dass es auch keine Heldeneinheit gibt, wundert mich ein bisschen. Ich dachte, sowas würde es geben. Oder kommt das erst mit einer gewissen Bevölkerung? Ich meine, ab wann kommt denn der nächste Bürgermeister? Das hatte ich auch noch nie, oder ist das irgendwie ein Bug? Ah, ab 600, alles klar. Hat sich erledigt. Ich habe den Knopf gefunden, wo ich drauf drücken musste. Also bald. Bald könnten wir einen neuen Bürgermeister kriegen. Ich weiß gar nicht, was der Lucifer macht. Wahrscheinlich Lucifer ist ja so der Teufel, Hölle, vielleicht mit Feuer arbeiten oder so. Mal gucken. Klingt auf jeden Fall so, ich weiß es noch nicht genau.
Die Mauern sind eher so nice to have, sowohl diese hier als auch diese hier unten. Die werden keinen Bären von der Kette reißen. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir es trotzdem schaffen zu überleben. Werd nochmal eben minimal auf, weil wir wirklich gerade gut Steine gekriegt haben. Und danach werde ich wahrscheinlich gleich mit den Einheiten nochmal eben bei dem Dorf vorbeigucken. Anders können wir das ja gar nicht gewährleisten, ne? So einen krassen Schub auf einmal. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne unten was in die Kommentare rein. Wie immer, Tipps alles gerne gesehen und gelesen, auch wenn das ein bisschen schwierig ist in diesem Spiel. Da kann man, glaube ich, eher sagen, nur das Scheiße, anstelle von im nächsten Schritt würde ich das und das machen. Das ist halt hier wirklich schwer zu planen. Naja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge von They Are Billions wieder. Bis dahin, beste